Herr Vorsitzender, Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wenn wir beispielsweise im Stadtrat eine Wohnungsbaukonzeption beschließen, dann wissen wir ungefähr, wohin es geht, aber wir haben in diesem Moment materiell noch gar nichts beschlossen. Sondern was dann folgt ist, es wird ein Aufstellungsbeschluss an der einen oder anderen Stelle gemacht, es gibt einen Auslegungsbeschluss, es gibt einen Abwägungsbeschluss, da wird der Bebauungsplan beschlossen, da muss auch einer herkommen und bauen und so weiter. Und das ist ja auch der Grund, warum wir rund 12-mal im Jahr hier im Stadtrat tagen. Da scheint es auch allen völlig selbstverständlich zu sein, wie die Abläufe sind. Ich mag einen Plan haben, aber die Umsetzung, die ist kleinteilig. Beim Thema Klima, da gibt es immer irgendwie so die Illusion, ein Pariser Beschluss würde irgendwas bedeuten. Oder jetzt diese Konferenz, die da im Nahen Osten war, würde was bedeuten. Da einigt man sich auf einen Beschlusstext. Ob sich dann danach einer ranhält oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Und wir haben halt auch einen Klimaaktionsplan. Es ist nicht ganz so irrelevant. Natürlich steht da drin so ein bisschen der Fahrplan, was abzuarbeiten ist, wo die Schwerpunkte sind. Aber es ist eben ein Konzept und es hilft nicht, noch einen Antrag zu stellen, wo wieder ein Konzept abverlangt wird. Irgendwie ist es bei dem Thema ganz schwierig, sich darauf zu beschränken oder einzusehen, dass es am Ende eine ganze Zahl vieler kleiner Beschlüsse gibt. Und ich glaube, das wird klar an dem Bereich, wo wir wirklich als Kommune den größten Hebel haben, das ist nämlich die Wärmeversorgung. Da haben wir zuletzt beschlossen, dass es eine Wärmeplanung geben muss, die wird auch gesetzlich von uns gefordert und dann wird man da herausfinden, an welchen Stellen tun wir unsere Fernwärmeversorgung ausweiten, in welcher Form wird die Fernwärmeversorgung von der Wärmeerzeugung her verändert, was kostet das an Investitionen, was wird wohl der Verbraucher bezahlen, was werden wir an Fördermitteln kriegen und so weiter, das wissen wir ja alles nicht. Und deswegen, glaube ich, macht es einfach keinen Sinn, immer wieder Anträge zu stellen, wo im Grunde genommen Konzepte gefordert werden. Wenn die Verwaltung in der Lage wäre, zu all den vielen Punkten im Klimaaktionsplan so klare Preiszettel dran zu hängen, dann hätte sie es doch zum Klimaaktionsplan gemacht. Und es hilft nicht, 6 Monate später nochmal den Antrag zu stellen. Dadurch wird es diese konkreten Preiszettel nicht geben. Wichtig ist, dass die Verwaltung jetzt in die Spur kommt, die einzelnen Vorhaben durcharbeitet, das wird teilweise Jahre dauern und dass wir dann jedes Mal hier einen Beschluss fassen, jedes Mal auch abwägen, ob wir unter diesen Bedingungen den Beschluss so fassen wollen. Und da führt nun mal kein Weg dran vorbei. Und ich glaube nicht, dass derjenige der Bessere ist, der permanent einen Antrag stellt und wir brauchen noch ein Konzept und da muss ein Preisschild dran. Wir müssen irgendwann mal von diesem Allgemeinen, von der Metaebene runterkommen ins Konkrete. Und deswegen findet dieser Antrag hier, glaube ich, auch keine Mehrheit. Dankeschön.